Willkommen zu diesem neuen, mein Hirn funktioniert noch nicht so ganz. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade erst aufgestanden, beziehungsweise was heißt aufgestanden? Ich war die gesamte Nacht wach und konnte nicht pennen. Und jetzt bin ich hier und nehme für euch das Donnerstagsvideo auf. Am Dienstag haben wir heute. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verplant, dies, das. Aber wir wollen ein Projekt zurück. Projekt sage ich schon. Also ein Format zurück. Und zwar, wenn ich das und das sehe, endet das Video. Oder wenn das und das passiert, endet das Video. Und heute machen wir, wenn ich Damage kriege, endet das Video. Das heißt, wir dürfen keinen Damage kriegen. Wir spielen Minecraft schwer, bitte. Das muss ja auch schon eine gewisse Schwierigkeit haben, ne? Ist ja klar, wir sollten es ja uns nicht zu einfach machen. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie weit wir es schaffen, Minecraft durchzuspielen, ohne Damage zu kassieren. Und eventuell habe ich meine... ich habe meine Sichtweite nicht zu hoch gestellt. Dann dachte ich nur, dass ich meine Sichtweite zu hoch gestellt hätte. Vielleicht bin ich halt auch einfach nur komplett verplant, weil ich gerade aufgestanden bin. Also das müsst ihr auch entschuldigen. Das kommt nicht wieder vor. Also vielleicht kommt es doch wieder vor, wenn Ferien sind und ich meinen Schlafrhythmus durcheinander bringe und dann aber nachts wach bleiben muss, um meinen Schlafrhythmus wieder in den Griff zu kriegen. Dann kann es eventuell wieder vorkommen. Aber an sich hoffe ich mal, dass das nicht wieder vorkommt. Es ist kein schönes Gefühl, wie ich mich gerade fühle, wie ihr euch vorstellen könnt. Es ist echt ekelhaft, das Gefühl. Ich hatte zwei Gedanken, was ich an Videos mache. Entweder wenn ich Kohle sehe, endet das Video, oder wenn ich Damage kriege, endet das Video. Ich habe mich entschieden für, wenn ich Damage kriege, endet das Video. Und darüber bin ich gerade ganz glücklich, weil wir wissen nicht, wie es sonst hier gerade für uns geändert wäre. Also doch, wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, wie es dann gerade für uns geändert wäre. So, zack, machen wir uns einmal eine Steinspitzhacke. So macht man sich keine Steinspitzhacke. So, okay. Dann haben wir auch eine Steinspitzhacke und können uns Kohle holen. Yay, Kohle. Ist nicht Kohle das, was wir alle in unserem Leben wollen und brauchen? Ich schaff's nicht mehr, den Block mehr abzubauen. Das zeigt schon einfach alles. Aber Kohle ist einfach... Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie Minecraft ohne Kohle wäre? Ich habe es, um ehrlich zu sein, nie getan. Also ich habe wirklich noch nie überlegt, wie Minecraft ohne Kohle wäre. Aber wenn ich gerade darüber nachdenke, denke ich mir einfach so, es wäre halt Minecraft ohne Kohle, ne? Es würde keinen vernünftigen Brennstoff geben. Oder es würde... Was wäre, wenn es einen anderen Brennstoff als Kohle geben würde? Aber das wird so langsam zu kompliziert und ich bin gerade, gerade aufgestanden, das ist das falsche Wort. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich bin gerade ein bisschen lost, weil ich, eigentlich schlafen sollte, hätte müssen, dürfen können. Und ich hab's verkackt. Also, egal. Ihr habt's verstanden. Ich muss meinen Schlaf und muss wieder einen Griff kriegen und bin deshalb, deshalb war ich nicht schlafen. Ah, Alter, dieses Video wird richtig krampf zu schneiden. Das sehe ich schon, wie spaßig es wird. Meine gesamten Höhenaussetzer, die teilweise so eine Minute oder so 30 Sekunden gehen, einfach rauszuschneiden. Einfach diese zusammenhangslosen Wörter, die ich teilweise sage, in Sätze zusammen zu formen. Es wird einfach spaßig zu schneiden. Und wieso hole ich mir so viel Cobblestone? Ich wollte mir eigentlich nur einen Ofen machen. Das war absolut unnötig. Und hier unten haben wir noch Kohle. Wenn wir schon von Ofen und brennbaren Dingen reden. Wieso nicht auch diese wunderbare, bezaubernde Kohle mitnehmen? So, da ist zwar noch eine Kohle, aber die kriegen wir nicht vom Wasser gut. Also, weil langsam abbauen und so. Warum will ich mir das gerade craften? Das war lost. Wir wollten uns einen Ofen machen. So, zack, zack, zack. Und dann können wir uns mal dort hinten eventuell die beiden Hühnchen holen. Ich habe die ganze Zeit... Boah, kennt ihr das, wenn ihr euch so aus Versehen Wimpern in die Augen reingedrückt habt? So, weil ihr euch irgendwie kurz am Auge kratzen wolltet und so. Dann habt ihr euch die Wimper einfach so ins Auge reingedrückt. Das habe ich gerade. Das ist kein schönes Gefühl. Besonders nicht, während ich aufnehme, um es mal so zu sagen. Ich frage mich, ob ich heute streamen werde. Ich glaube, es wird mein erster Tag seit langem, an dem ich vielleicht nicht streame. Oder ich werde es mir einfach antun, weil ich mir so denke, nein, ich kann die Zuschauer nicht im Stich lassen. Aber ich glaube, das wird eher passieren. Ich werde mich hinstellen und mir denken so, fuck, du hast allen versprochen, dass du täglich streamst, du musst es tun. Dann werde ich täglich streamen. Also ich werde heute wahrscheinlich, warum erzähle ich euch das überhaupt? Für euch ist dieser Tag eh in der Vergangenheit und spielt wahrscheinlich auch überhaupt keine Rolle mehr, denn wir haben heute Dienstag und ihr seht dieses Video am Donnerstag, aber ist es okay, glaube ich. Also jetzt können wir das hier noch brennen. Bis jetzt haben wir uns, glaube ich, ganz gut hier gemacht. Es ist auch noch nicht Nacht geworden. Wir haben noch genug Zeit, glaube ich, sogar, dass es Nacht wird, oder?
Können wir nicht bei Slash Time oder so nachgucken? Leider können wir nicht bei Slash Time nachgucken. Das würde erfordern, dass wir Cheats aktivieren. Und ich habe leider Cheats deaktiviert. Ich könnte es jetzt im LAN aufmachen. Aber warum? Nur damit wir kurz wissen, wann es Nacht wird. Das wäre doch auch langweilig. Dann könnten wir uns ja schützen. Imagine einfach schützen. Was für ein Anfängerfehler. So, gut. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen... bisschen Essen ran. Ich bin actually gespannt, wie weit wir es schaffen können. Ich meine, wir sind auf einer Insel gespawnt. Was soll schon schief gehen? Also eigentlich sind wir hier zum Sterben oder zum Verlieren gespawnt. Also sorry, aber habt ihr schon mal so eine einsame Insel gesehen? Es gibt, ist ja klar, es gibt so ein paar Inseln, ne? In Minecraft. Aber die ist einfach so eine Insel, die komplett abgelegen ist und dort hinten beginnt irgendwie random das Festland. Aber wir sind auf unserer abgelegenen Insel. Und da haben wir eine Spinne, aber sie ist zum Glück noch friedlich. Das heißt, du tust mir nichts, was Schönes. Ich bin am Überlegen, ob ich sie vielleicht töten sollte, weil wenn es Nacht wird, wird sie ja safe aggressiv. Und ich denke, das wird auch das sein, was wir jetzt tun werden. Wir werden diese hübsche Spinne...